Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil Let's Play Path of Exile mit dem Feuermarauder. Ja, wie ja beim letzten Mal schon angekündigt, ich habe es halt einfach mal probiert. Ich habe schon mal zwei, drei Testläufe gemacht und war ganz überzeugt davon, hat mir ganz gut gefallen. Was habe ich probiert? Incinerate mit Tabula Rasa, sechsfach verlinkt. Ja, ganz kurz, was haben wir? Incinerate, Blood Magic, Spell Echo, Iron Will, Lesser Multiple Projectiles und Faster Casting. Ja, ich denke mal, das sollte insgesamt eine ganz gute Combo sein dafür. Dann schauen wir doch mal, wie sich das so schlägt. Eben schnell die Augen anmachen. Determination, Clarity und wenn wir dabei sind, machen wir den Flame Golem auch noch eben. So, ja, also was mit Flame Golem. Dann gucken wir doch mal. Dann gucken wir doch mal, wie es hier weitergeht. Irgendwie gefällt mir das Kartenlayout gerade nicht. Ja. Ich glaube, ich war aber auch bei dem anderen auch dasselbe. Egal. Hätte ich mir auch schenken können. So, jetzt brauchen wir mal Gegner. Wir wollen auch hier Incinerate sehen. So, da sind Gegner. Ja, denke ich mal, spricht für sich, sieht ziemlich effektiv aus, ist es eigentlich auch. Jetzt mit Spell Echo und Faster Casting zusammen sieht es auch nicht mehr ganz so lahmarschig aus. Das war immer noch nicht der schnellstmögliche Incinerate, aber ein grundsolider. So, dann schauen wir mal, dass wir nicht zu lange hier rumtrödeln. Ich will ein bisschen vorwärts kommen. Wird langsam Zeit. Haben wir die Warband jetzt hinter uns. Jawohl, die haben es hinter sich. So. Zwei Büsten, nee, nicht Büsten, falsche Quest, zwei, was waren es denn? Waren es Ammoniten? Ich glaube schon, haben wir schon mal. Das ist auch Nummer 3. Dann fehlt ja nur noch der Ausgang. Schmelzen wir den auch noch eben. Der einzige Nachteil, den ich jetzt gerade habe, guck mal, ja, wobei 35 Mana geht eigentlich sogar noch. Wobei ist das schon das Umgerechnete auf die Lebenspunkte? Mit Blood Magic kostet das ja deutlich mehr Lebenspunkte, als es Mana kosten würde. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob der mir jetzt hier die eigentlichen Mana-Kosten anzeigt oder schon das Umgerechnete in Leben. Aber 35 für ein, ah ja, okay, Moment. Ich wollte gerade sagen, 35 für einen sechsfach verlinkten Angriff ist nicht viel. Aber es ist ja auch Incinerate. Incinerate ist ja doch sehr, sehr schnell beim Casten. Deswegen frisst es natürlich umso mehr Strom. Strom. Gott. Uah, ich glaube, ich lege mich noch ins Bett. Nicht Strom, Mana. Uah. Merkt man mir an, dass ich mich in den letzten Tagen ein bisschen mit Nebenkostenabrechnungen und so einem Kram beschäftigen musste. So, Spell Echo. Ja, hier der Nachteil. Ich bin froh, dass ich überhaupt ein Lesser Multiple Projectiles mitnehmen konnte. Ich habe halt einfach kaum Geschicklichkeit. Darauf bin ich nicht ausgelegt. Flame Golem. Champions. Champions sind immer gut. Das gibt ordentlich EP. Aber ich möchte trotzdem jetzt hier irgendwie raus gerade. Leute.
Irgendwie tue ich mich noch so ein bisschen schwer, das jetzt einzuordnen hier, den Incinerate. Ich meine, jetzt gerade sieht der auf jeden Fall sehr gut aus. Trotzdem glaube ich, dass gerade Flame Blast insgesamt doch stärker sein dürfte am Ende. Aber da kann ich mich auch irren. Okay, haben wir schon mal Ledge. Wenn ich hier bin, dann hole ich mir eben den Wegpunkt und gehe dann nochmal zurück, um die Skillpunkt-Quest zu machen. Nebenbei kleiner Vorteil von meiner Rüstung, die ich gerade trage, vom Tabula Rasa, ist, dass ich jetzt etwas schneller zu Fuß unterwegs bin. Meine andere Rüstung kostet doch einiges an Bewegungsgeschwindigkeit. Warum benutze ich eigentlich Clarity, wenn ich gerade meinen eigentlichen Angriff sowieso über... Achso, ich habe ja auch noch... Nee, alles gut. Ich habe ja noch andere Zaubersprüche, die ich benutzen kann und will. Gerade überlege, ansonsten ist das relativ witzlos, Clarity zu benutzen, wenn man eh kein Mana zum Sprechen benutzt. Von Zaubersprüchen. Aber ich glaube, wenn ich die Clarity-Aura ausmache, dann kann ich immer nur einmal alle 5 Minuten zum Beispiel meinen Enduring Cry oder meinen Fluch benutzen. Den Fluch verzichte ich jetzt gerade hier bei den Gegnern. Die sterben eh viel zu schnell, als dass sich das lohnen würde, die vorher noch zu verfluchen. Okay, Wegpunkt haben wir. Dann einmal kurz zurück. Wenn wir hier den anderen Weg lang gehen. Ich glaube, ist so, das dürfte insgesamt, was jetzt hier den Fortschritt angeht, am effektivsten sein. Wenn man erst den Ledge-Wegpunkt holt. Ja, komm, dürfte eigentlich nicht viel machen. Aber ich hau ihn trotzdem eben um. Ja, meine Master habe ich auch sträflich vernachlässigt. Ich habe schon ewig keine Daily Quests mehr gemacht. Das ist bestimmt schon jetzt 3 Wochen her oder so, glaube ich, dass ich das letzte Mal da was unternommen habe. So denn, man reiche mir eine knusprig geincinerierte Krabbe. Ich glaube, beim Incinerate, da werde ich tatsächlich nochmal mir einen anderen Charakter zu überlegen. Also der ist, so wie er jetzt gedacht ist, natürlich auch fähig, Incinerate zu benutzen. Also das ist in jedem Fall eine Option und machbar. Aber bei Incinerate, da würde ich doch tatsächlich irgendwie noch was anderes machen wollen. Also ich würde bei Incinerate grundsätzlich, das gilt eigentlich für alle Projektilangriffe, das gilt für alle Projektilangriffe, besonders aber gerade für Incinerate, der ja jetzt eine relativ geringe Reichweite hat eigentlich, dass ich da auf keinen Fall auf diese Knoten im Baum verzichten wollen würde, die Projectile Speed mitbringen, weil das bestimmt die Entfernung, die wir damit abdecken können. Gegen Bosse ist das schon eine Macht, muss man echt sagen. Gegen Bosse dürfte Incinerate tatsächlich das Beste sein. Gut, ist natürlich auch ein gefährliches Spielchen. Man muss relativ nah ran und stehen bleiben.
So, was nehmen wir denn? Eine reine Rüstungsvariante oder Rüstung-Energieschild? Ich nehme mal die reinen Rüstungsstiefel. So, Skillpunkt. Dann haben wir 3 davon zu verteilen. Dann machen wir das doch auch. Ich nehme mal die hier, die Mana-Kosten auch noch reduzieren. Und weiter im Text. Schön viele Gegner kompakt zusammen, das mag ich doch. Eine Idee, die ich noch hatte, wenn man denn dann wirklich nur auf Incinerate setzen würde, ob ich dann nicht sogar 2 verschiedene Incinerates mir zusammenbasteln würde. Einen für die Masse mit hier zum Beispiel Lesser oder Greater Multiple Projectiles, wobei ich glaube eher Lesser. Ich glaube, Greater ist bei Flame Blast Incinerate nicht so gut. Und einen Single Target, der dann halt wirklich ohne irgendein Blablabla Projectiles auskommt. Also Lesser oder Greater. Ja, ich weiß es nicht. Ist natürlich der Nachteil, dass man dann ziemlich viele Links verballert. Aber so zum Durchrushen gefällt mir Incinerate gerade doch ziemlich gut. Da habe ich sogar das Wegpünktchen gefunden. Den übersehe ich gerne mal hier. Zu viel Action hier. Ein bisschen den Firestorm für uns arbeiten. Dieser Schild ist so blöd. So, jetzt ist hier Ruhe. Wir müssen uns hier ein bisschen mehr um den Typen hier kümmern. Spell Echo. Sehr schön. Ganz schnöde Hallowed Life Flask, da sage ich nicht nein. Da würde ich generell gerne noch ein bisschen nachlegen. Das war die Bleeding Flasche, die möchte ich eigentlich behalten. Geschickt, jetzt habe ich gar keine Heiltränke mehr. Ich könnte eigentlich gerade mal... Machen wir das doch so. Mana Flasche brauche ich jetzt gerade nicht, dank Blood Magic. Jetzt hoffe ich, dass ich das nicht rächt, dass ich jetzt gerade... Ja, stimmt. Dass ich gerade meine Flaschen getauscht habe, eben schnell zurück, damit die wieder voll sind. Hin und wieder so ein Heiltrank, den kann man ja dann doch mal gebrauchen.
nicht weiter. Da ist ein Infected Beast Den dürfte das sein. Sprich, eine Quest von meiner Jägerin. Das Tora. Hier sind, dann gehe ich den Weg auch noch eben. Es muss sicher gehen, dass es nicht irgendwo hier noch eine Abzweigung gibt, wo dann. Ja, ich nehme gerade viel zu viele Heiltränke. Dass es irgendwo eine Abzweigung gibt, die dann zum Upper Prison führt. Das wollte ich jetzt umgehen, dass ich da dumm in der Gegend rumlaufe. Mach die Tür auf. Aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Okay. Ich kann mal wahllos hier irgendwo langlaufen. Ich würde sagen, dürfte schwierig werden, mit Incinerate so einen Geist zu erwischen. Kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn er irgendwo in der Ecke gefangen ist, dann ist natürlich Incinerate nach wie vor gut. Weil, klar, supergeiler Single-Target-Angriff. Aber die Reichweite ist halt nicht ganz so gut. Deswegen diese Spirits, die da rumfliegen, wenn die schnell sind und Platz zum Ausweichen haben, dann dürfte man die kaum treffen. Hechtet man immer wie so ein Bescheuerter hinterher und gerade wenn man anfängt zu casten, ist der auch schon wieder weg, der Geist. Ja, ansonsten, während ich jetzt hier zocke, wollte ich noch ein paar Sachen sagen. Und zwar, zum einen entschuldige ich mich nochmal dafür, dass ich in letzter Zeit relativ selten dazu gekommen bin, Kommentare zu beantworten. Das tut mir echt auch sehr leid. Bitte nicht böse sein. Gerne weiter schreiben, so viel wie ihr wollt. Ich werde auch schauen, dass ich die ganzen Rückstände irgendwann nochmal aufarbeite. Ja, das Ganze hat in erster Linie zwei Gründe, warum das in letzter Zeit etwas schleppend war. Zum einen hatte ich ja sowieso nicht so viel Zeit, deswegen ja auch keine Videos. Und normalerweise ist es halt immer so, sobald ich ein bisschen mehr Zeit habe und auch die Ruhe dafür, ist halt immer blöd. Ich habe immer noch keine Arbeitszimmertür. Das heißt, wenn jetzt hier Betrieb im Haus ist, dann ist das schwierig, Videos aufzunehmen. Aber es ist das nächste auf meiner Agenda, dass das Arbeitszimmer endlich eine eigene Tür bekommt. Also sprich, normalerweise, wenn es irgendwie geht, versuche ich dann lieber ein Video aufzunehmen, als Sachen zu beantworten. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Ja, und bei den Beantwortungen der Fragen habe ich im Moment das Problem auch, dass, ich weiß nicht warum, aber YouTube mal wieder rumspinnt. Normalerweise sollte es ja eigentlich immer eine Benachrichtigung von Google Plus geben, wenn jemand was kommentiert hat. Ja, habe ich schon monatelang nicht, oder, ja, Monate ist übertrieben, aber wochenlang nicht mehr gesehen. Hat eigentlich früher immer super funktioniert, mittlerweile gar nicht mehr. Mal ganz selten, dass das mal einmal kurz aufblinkt, dann guck, also, dass da plus 1 steht oben, aber das ist plus 1, was auch immer. Dann gucke ich nach und dann stelle ich fest, ja, ist nicht nur eine neue Nachricht, es sind sogar 500. Ja, mach mal nichts dran. Deswegen ist es ein bisschen unkomfortabel. Ich muss mir mal selber zusammensuchen, wo da jetzt irgendwer was eventuell geschrieben hat. Dafür habe ich festgestellt, bimmelt mein Handy, wenn jemand einen Kommentar schreibt. Ach, das ist so grausam. Jetzt habe ich mich diesem Diktat unterworfen und mich sogar mit meinem Google-Kennwort da angemeldet. Und ja, seitdem weiß mein Handy, glaube ich, alles über mich.
Wenn man davon wenigstens mal profitieren würde, wenn das weiß, wann ich aufstehe und mir schon mal einen Kaffee dahinstellt oder so. Das wäre mein Handy. Komm mal, Plutus. Schaden dürfte super sein. Frage ist, haut er mich aus den Latschen? Ja, haut er. Okay. Ja, ich habe jetzt bewusst drauf angelegt. Ich wollte ihn jetzt einfach facetanken und gucken, wer schneller umkippt. Ja, in dem Fall war ich das. Natürlich dann auch ein bisschen kontraproduktiv, dass ich jetzt gerade Tabula Rasa anhab. Hier wäre natürlich eine höhere Rüstungsklasse wünschenswert. Einmal kurz die Bögen durchchecken, ob da irgendeiner bei ist mit dem ominösen +3-Mod quasi. Also den virtuellen. Am Sniperbow. Das wäre doch schön. Nein, nicht mal +1. Nehmen wir die beiden Helmchen mit, lassen die Bögen liegen. Die waren, glaube ich, alle nicht so besonders. Gucken wir nochmal. Lightning Damage Cast. Attack Speed, Physical Damage und ja, okay. Können alle getrost liegen bleiben. Ja, Brutus Face Tanken ist eine Sache, das ist nicht so ganz einfach. Ich opfer ja gerade auch wirklich einiges von meinen Defensivfähigkeiten. Dadurch, dass ich halt jetzt auf Incinerate mit Blood Magic gegangen bin, brauche ich quasi meine Lebensregeneration komplett dafür, dass ich die Kugel überhaupt voll halten kann. Und ihr seht, wenn ich Incinerate benutze, dann verliere ich auch deutlich Lebenspunkte. Zusätzlich halt dazu, dass ich meine Rüstungsklasse eingebüßt habe. Es ist schon jetzt sehr offensiv, was ich hier gerade mache. So, gucken wir mal, was haben wir hier? Enduring Cry, okay. Das wäre auch eine Variante gewesen, mir vorher Endurance Charges zu besorgen. Flame Totem, das habe ich auch nicht dazu geholt. Ich bin echt gerade so ein bisschen kopf- und sorglos. Flame Totem auch mal ein bisschen mitspielen. Ach, ich hab doch gepennt. War doch gerade am Wegpunkt. Warum bin ich ja nicht zurückgegangen? Hat man mein Inventar eben leer gemacht. Na gut, dann holen wir das jetzt gleich nach. Iron Will Firestorm. Oh, Incinerate gerade auch. Gleich auch wieder fertig. Nun gut. Schauen wir mal, ob da irgendwas dabei ist. Reduced Mana, Melee Physical, Faster Attacks. Ja, kann ich gerade alles nicht gebrauchen. So, was haben wir denn? Das Ding ist mal ein ganz schlechter Witz. Jetzt ernsthaft 7 Rüstung, 4 Leben und Dorneneffekt, 15 Schaden. Für Level 33, ja, kann man mal machen. Nichts. Armor Energy Shield, Mana, Rarity, 2 Resistenzen. Oh, nicht so ganz schlecht, aber leider nicht genug von allem. Ja, Blitzresistenz brauche ich, aber ich bräuchte mehr als nur das. Attack Speed, Spell Damage, Chaos Resistance. Ja, auch wieder so ein wüster Mix von allem. Die Schuhe sehen schon besser aus als die anderen. Stärke, Mana, 2 Resistenzen. Ja, aber auch das nicht so gut, dass es sich lohnen würde, die anzuziehen. Stärke, Geschicklichkeit, Fire Damage. Oh, das sieht gar nicht mal schlecht aus.
Das ist halt die wesentlich offensivere Variante. Okay. 1847. Oh, fast 100 Lebenspunkte weniger. Egal. Ich habe gerade ja gesagt, ich bin gerade in Offensivlaune. Was haben wir hier? Attack Speed, Spell Damage, Mana. Nee. Ist auch mir zu wüst, die Kombination. Der Ring ist ja auch neu. Kann aber auch nicht wirklich was. Gut, dann ist das Inventar wieder einigermaßen frei. Oh, jetzt hätte ich sogar genug Intelligenz, Geschicklichkeit. So. Dann nehmen wir mal die dicken Handschuhe. Jetzt hätte ich genug Geschicklichkeit, um Lesser Multiple weiter zu leveln. Ich lasse es aber trotzdem mal lieber sein. Oh, das sieht schön aus. Dann hole ich mir da halt richtig Leben dazu. Blitzresistenz. Schön wäre, wenn da jetzt noch Stärke drauf wäre oder noch eine andere Resistenz, aber auch so. Ja, jetzt habe ich deutlich weniger, also ist deutlich, aber auf jeden Fall weniger Schaden. Dafür bin ich deutlich schneller jetzt wieder beim Zaubern. Dürfte so am Ende des Tages wieder ungefähr gleich auskommen. Zumal mein Incinerate gleich eh auch fertig ist mit seinem Level-Up. Und dann sollte der Schaden eigentlich sowieso höher sein durch das Level-Up, als er jetzt mit den Handschuhen war. Ja, die Handschuhe sind immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde die grundsätzlich nicht schlecht. Allerdings ist das wirklich schon, ja, Cast-Speed so markant, so drastisch zu verlieren, ist eigentlich schon immer eine sehr unangenehme Sache. Das ist auch so eine Erfahrung. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz nochmal. 1128. 1320, jawohl. Da geht einiges. Wo war ich gerade geistig? Abwesend offensichtlich. Achso, genau, die Handschuhe. Es ist so, dass ich persönlich einschätzen würde, Cast Speed ist mit das Wichtigste bei jedem Zaubercharakter. Egal, was es für ein Zauberspruch ist, eigentlich ist Cast Speed immer erstmal erste Priorität. Wenn das in einem brauchbaren Rahmen ist, also klar, Spell Echo hilft da natürlich sehr, dann macht es zumindest mehr Spaß, meistens wird es dann aber auch erst richtig effektiv. Also auch so ein Flame Blast, der ja jetzt grundsätzlich nicht unbedingt Cast Speed bräuchte, aber wenn man halt gefühlt 20 Minuten da steht, bevor einmal alles aufgeladen ist, ja, dann macht es halt einfach auch keinen Spaß und effektiv ist es dann auch nicht. Die Hollow Life Flask nehme ich mal mit. Ich hatte mich doch extra zu diesem schönen, nicht Keystone, aber jetzt so einen größeren Knoten vorgearbeitet. Dann sollten wir den jetzt auch mitnehmen. Schöne Orbs. Ach, da fällt mir ein, ich hatte auch die Anfrage bekommen, wie es denn ausschaut mit Juwelen im Baum. Ja, kann ich ganz kurz beantworten. Nicht geplant. Ich habe keine, die mich interessieren gerade und habe auch eigentlich keinen, keinen Punkt eingeplant, um da irgendwas zu bekommen. Hab allerdings mindestens zwei in unmittelbarer Reichweite. Da könnte ich zumindest mit zwei... Ich zeige das gleich mal eben, wenn ich hier die Quest gleich fertig habe. Dann
gehe ich da nochmal kurz drauf ein. Weil dann kriege ich ja eh nochmal einen Skillpunkt, dann zeige ich nochmal, wie ich denn jetzt im Baum generell so weitermachen möchte. Und dann können wir nochmal ganz kurz gucken, wo denn theoretische Sockelplätze für Juwelen wären. Spell Echo, Sun Flame Golem, Lesser Multiple, kann ich mal rausnehmen. Wie gesagt, den möchte ich nicht leveln. Das ist mir zu gefährlich, falls ich mal ein gutes Amulett finde, wo auf dem kein Geschick ist, dass ich es dann halt gar nicht mehr benutzen kann. Das ging zügig. So, ist der erste Akt doch auch schon fast wieder geschafft. Das ist doch mal schön. So, Skillpunkt. Und dann gucken wir doch mal. Also, mein Plan sieht ja vor, dass ich mich hier runterhangel. Auf jeden Fall hier diese Punkte und den Endurance Charge mitnehmen wollte. Dann hätten wir hier natürlich noch einen Sockel für ein Juwel. Nachteil, ich hätte immer... Also es gilt eigentlich generell, meine... Es gibt ja im Grunde zwei verschiedene Positionen für die Juwelen. Entweder hier in diesen Außenbahnen oder die hier in der Mitte. Die hier haben natürlich immer den Vorteil, dass man, wenn man eh hier lang geht, dann immer nur einen Punkt direkt benutzen kann, um dann das Juwel zu aktivieren. Bei mir sieht so aus, ich habe müsste drei von den Dingern haben. Den, den, da oben den, genau. Da sind, okay, da könnte ich theoretisch auch noch hin. Das sind so die Sockel, die ich relativ schnell erreichen könnte, aber halt jeweils immer mit einem Attributding davor. Gut, ist jetzt immer Stärke, das ist für mich gar nicht so verkehrt, weil ich ja eh drauf gesetzt habe, hier mit Stärke was zu reißen, nämlich sprich Iron Will und Lebenspunkte damit zu generieren. Ja, aber ist halt dann doch immer zwei Punkte, um an so ein Juwel ranzukommen. Naja, muss man halt sich überlegen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob ich... Also im Moment, sage ich mal ganz klar, habe ich keine Juwelen, die mir irgendwie viel weiterhelfen würden. Ich glaube, ich nehme erstmal die hier noch. Gucken. Ja, brauche ich es mir nicht im Inventar angucken. Aber glaub mir einfach, ich habe ein paar ganz witzige, aber keine, wo ich sage, oh ja, das Ding muss ich jetzt unbedingt nehmen. Minion Gems. Okay, kann auch weg. Sind die für immer noch von Interesse, die Flaschen hier? Dafür. So denn. Dann einmal im Wasser lang, dann findet man eigentlich immer am einfachsten den Weg zu Mervil. Also erstmal zum Weg zu Mervil. Einmal gebrutzelte Warband. Ach, das ist auch so ein Depp, der sich vervielfältigt. Sehr nervig. Eigentlich findet man dann am schnellsten den Weg. Okay, heute mal woanders. Auch okay.
Ja, Mervil, da freue ich mich sogar schon drauf auf den Kampf. Der sollte eigentlich sehr gut sein, sehr angenehm ablaufen. Gut, entscheidend wird natürlich auch sein, wie meine Defensivfähigkeiten sind. Weil offensiv dürfte da eigentlich gar nichts anbrennen. Na. Ach, das ist cool. Stimmt, das hatte ich auch schon mal erlebt. Wenn hier diese Geister in Bosse fahren, wenn man haut die um, dann können tatsächlich auch diese Fragmente dabei rauskommen. Oh ja, sieht schlimm aus, was man da finden kann. Das waren nur die kleinen Boxen, jawohl. Arcanist müssten die besseren gewesen sein. Warband. So, eigentlich brauche ich die Sachen gar nicht groß mitnehmen hier. Weil Geschick ist definitiv nicht das, was ich als Rüstungstyp haben will, also sprich Evasion. Ist auch eher ungewöhnlich, dass man einen sehr defensiven Spirit Shield hat. Normalerweise, wenn man Spirit Shields benutzt, dann sind die eigentlich eher offensiv. Passt. Ist ja schon wieder noch so ein Geist, der da rumeiert irgendwo. Man weiß noch von dem ersten, dass einer noch hier diesen Touch hatte. Ja, ich wärme dich gleich auf. Okay, Mervil war mal mit der Resso zusammen. Aber wie habe ich das zu sehen? Ja, vielleicht setze ich mir irgendwann mal dran und versuche mal die Story hier mir anzugucken. Kann man ja nach all den Jahren mal machen. Ist auch mal so ein bisschen ignorant, muss ich ja gestehen. Haben sich die Jungs und Mädels da viel Arbeit gemacht und man ignoriert die Story einfach völlig. Aber im Schach interessiere ich mich auch nicht dafür, ob mit wem die Königin da eigentlich zusammen ist. Also die Dame. Jetzt nicht zu flame. Ich weiß, dass die im Deutschen Dame heißt, aber im Englischen und meistens, wenn man online spielt und so, sind die Notationen in Englisch, da heißt das Ding halt Queen. Da ist schon Mervil. Ja, wie gesagt, offensiv mache ich mir gar keine Sorgen. Mervil hasst an sich schon Feuer und da bin ich ganz gut mit bestückt mit Feuer. Jetzt nur die Frage, wie es defensiv ausschaut. Ich glaube, meine Kälteresistenz ist okay. Ich habe es befürchtet. Ich muss schon aufpassen, wenn ich da zu ungestüm rangehe, dann kostet mich das schon ein bisschen Lebenspunkte. Aber eigentlich nicht gerade schlimm, muss man sagen. Kleiner Euphemismus, das war einfach. Was soll ich denn mitnehmen?
die Rüstung wollte ich doch dabei haben. Ja, komm, den Rest können wir liegen lassen. Eigentlich dürfte jetzt hier vielleicht von ein paar Unique-Sachen abgesehen nichts Brauchbares fallen in dem Schwierigkeitsgrad. Champions. Die nehme ich doch mit. Was haben wir denn hier? 44, 44. Okay, dann sind wir wieder im Einklang mit dem Spiel. So. Also, der Schild hat mir irgendwie nicht so richtig gefallen. Was haben wir denn hier noch? Also. Evasion Energy Shield. Uninteressant. Movement Speed ganz nett, ansonsten nichts Spannendes. Energy Shield. Oh, nicht genug, dass ich es wirklich lohnen würde. Fire Damage, Lightning Damage, Fire Damage to Spell, Crit Chance, Crit Multiplier. Okay. Durchaus spannend, durchaus nicht schlecht. Allerdings, ja, Crit kann ich gerade nicht so viel mit anfangen. Dennoch, den behalte ich mal. Der dürfte gar nicht so verkehrt sein. Nicht für den Charakter, aber so grundsätzlich. Mal gucken, ob ich da zum Leveln irgendwo für einen eher crit-lastigeren Charakter noch was Adäquates, Besseres hätte. Ansonsten behalte ich den nämlich dafür. Fire Damage, Leben, Rarity. Rarity. Was haben wir hier? Da ist nochmal Mana mit drauf. Cold Lightning, Fire Cold, Fire. Am ehesten dann den oben mit dem 59 Leben wohl rausnehmen. Aber ist eigentlich egal. Tun sich beide nicht viel, die Ringe. So, 10.08 Uhr. Das ist gerade nicht. Wann habe ich ihn losgelegt? Irgendwie so 20 nach 9 oder so kann das sein. Ich hoffe, das stimmt. Das heißt, ich habe noch Zeit, eben schnell ein bisschen Laufarbeit zu machen und noch einen Wegpunkt zu holen. Schnelllaufflaschen leer. Das ist natürlich doof. Immer gerade besser die Gegner umgehauen. Braucht man nur 8 von, dann kriegt man Chaos Orb. Ja, ich muss sagen, ich finde die Divination Cards ja durchaus witzig. Allerdings ist es schon irgendwie grotesk, dass manchmal. Also ist zumindest mein subjektiver Eindruck. Und nachdem, was ich so gelesen habe, ist das gar nicht, ist ja gar nicht so verkehrt. Dass es bei einigen Sachen doch deutlich günstiger ist, die direkt zu tauschen, als sich die über Karten zum Beispiel zu besorgen. Ja, auf der anderen Seite, ja, man muss halt, es ist halt auch ein Konzept, das macht Spaß, aber es ist auch sehr gefährlich. Man muss halt schon da die Balance gut treffen. Also wenn die Karten zu häufig sind, dann werden die Gegenstände, die da drauf sind, halt wertlos. Von daher, ja, macht eigentlich schon Sinn, dass ein Gegenstand insgesamt nicht so teuer ist wie die Divination Cards einzeln. Aber andererseits, wenn man, ja, ich kann es gerade schwer einschätzen, was man da sinnigerweise machen müsste. Zum Glück ist es nicht mein Job, da eine gute Balance zu finden. Ich kann mich nur drüber aufregen oder freuen, je nachdem, wie es geregelt wurde.
So, hier muss ich mir auch nochmal Gedanken machen im Akt 2, ob ich da vielleicht eine der Questbelohnungen mitnehmen soll. Namentlich wäre das für mich Cast Speed. Das wäre noch durchaus eine interessante Idee. Na, 5% Cast Speed wäre eigentlich schon ganz okay. Im Baum finde ich, glaube ich, keins mehr. Keins Cast Speed. Attack Speed ist schon mal gut. Da brauche ich jetzt gerade nicht drüber nachdenken. Das brauche ich nämlich definitiv nicht. Ach komm, das nehme ich auch noch eben schnell mit hier. Wo ich mir hier noch den Wegpunkt. Und dann soll es das für heute sein. Auf. Ja, gegen Gruppen ist das schon sehr, sehr vorteilhaft, wenn man irgendwas Greater, Lesser, Multiple Projectile-mäßiges dabei hat. Das macht es dann doch einfach entspannter. Wenn der Schaden darunter natürlich ein bisschen leidet, aber die Flächenwirkung ist doch erheblich besser. Dass ich einmal ganz außen, also einmal da hinten lang gelaufen bin, in die ganz andere Richtung. So, jetzt können wir mal gucken, wenn der im freien Feld steht, dann habe ich nämlich echt Probleme, den zu treffen. Bleib hier. Ach, habe ich nicht. Bear Traps, ich habe gesehen, der Typ wirft Bear Traps. Ich habe gerade gelesen, dass die von den Warcluster Kriegsverbrecher, nee, hier, Menschenrechtsorganisationen als verächtenswerte Waffe eingestuft wurde. Die sind nämlich brandgefährlich, die Dinger. Da können unschuldige Spieler reintreten und dann sind die nämlich ziemlich platt. Gut, okay, also Wegpunkt check. Skillpunkt kann man noch eben vergeben. Wollen wir hier oben noch die Lebenspunkte einverleiben. Ein bisschen Chaosresistenz dazu bekommen. Kann gerade jetzt hier im zweiten Akt nicht schaden. Da ist häufiger mal ein bisschen Chaosschaden mit dabei. Joa, das ging noch relativ zügig jetzt hier. Ich schneide quasi wie ein heißes Incinerate durch das Spiel. Ich denke mal, ich werde das jetzt auch erstmal so lassen, solange bis es ernsthafte Probleme gibt. Dann denke ich, könnte es sein, dass ich dann wieder umschalte und mir eine andere Rüstung anziehe und dann mit Flame Blast oder so agiere. Aber bis dahin läuft das so eigentlich wirklich sehr angenehm. Ja, dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin.